Hallo und herzlich willkommen zurück zu Sekiro. Ich habe beschlossen, dass ich jetzt raste, dass wir uns jetzt erst einmal um Tanjiro kümmern und ich mir dann doch tatsächlich mal das Item von dem Kopflosen hole, beziehungsweise mich mit dem Kopflosen anlege. Wobei ich gar nicht weiß, ob die Kopflosen alle gleich funktionieren. Aber gucken wir mal. Erst soll Tanjiro dann glauben. Wo wir das hinkriegen. Bin dann noch skeptisch, aber naja. Ich bin so kurz davor, ein Fähigkeitslevel zu erhalten, aber na gut. Wie gesagt, die Hähne sind nicht witzig. Jetzt kann ich noch mal zum letzten Besuch gehen, das noch mal machen. Aber ich habe einfach, die Hähne sind nicht witzig. Sie sind nicht auf die leichte Schulter zu nehmen. Na gut. Siehst du, wie siehst du? Wir holen ihn uns jetzt. Such. Ich brauche nämlich die Gebetsketten. Ich werde also jetzt erst einmal wirklich mich mit Minibossen beschäftigen. Zu dem einen oder anderen. Da war mein Fähigkeitspunkt. Die 128 hier sind ja echt. Also die sind Wahnsinn. Interessant finde ich jetzt vor allen Dingen, dass ich die vorher immer so gekriegt habe. Und jetzt kriege ich da sogar Schaden bei. So, hier dürften eigentlich keine Gegner mehr sein. Das waren ja alles die Illusionen. Kann ich jetzt zu Tanjiro gehen? Und da muss ich dann mal gucken, wie ich das mit den Äffken besten mache. Erst mal glauben. Kommt hoch. Ihr könnt klettern, das weiß ich. Ihr habt auch schon mal zu mir gesprochen. Zwei Äffchen, einer ist noch, komm. Versuchen wir den mal zu zetten sogar. Das mit dem Todesstoßleben zurückbekommen. Das klingt sogar echt gut. Bin ich wieder voll. So, erstmal ihn resetten. Viel dazu, der war noch nicht zurückgekehrt. Akujiro, nicht Tanjiro. Ich bin Tanjiro mehr. Akujiro. Wir machen ein bisschen was.
will nämlich erstmal einen Todesschlag geben. Sein Gift nehmen. Oh, bin ich jetzt durchs Feuer gelaufen? So. Nicht festhängen. Ich finde ganz gut, dass er dann da festhängt. Ach, welche Technik habe ich eigentlich drin? Ichimonji-Doppel, gut. Du sollst schon da festhängen, finde ich schon gar nicht verkehrt. Ehrlich, ich habe mir einen Guide dazu angeguckt, von dem eben der dann ganz gut so schaffen kann. Man muss halt nur aufpassen, dass man hier nicht habe ich Glück. Genau, brenn ruhig mal. Ah, fuck. Sollte es eigentlich noch ein bisschen... Weiter brennen. Na, das gibt Power jetzt nicht. So, wie gesagt, ich habe mir einen Guide angeguckt. Da hieß es, lock ihn hier rum. Dann da in die Tür und dann kannst du dir den ganz einfach schnappen, weil er da Ewigkeiten festhängt. Tut er auch. Aber jetzt bin ich tatsächlich doch vor einem Problem. So schaffe ich ihn nicht. Ich habe schon zu viel verloren. Versuchen wir es nochmal. Aber das lief ja schon gar nicht so verkehrt. So dass ich da eine ganz gute Chance sehe, den kriegen. Und wenn ich mit dem Brandschaden arbeite, kriege ich ihn nämlich schneller als ursprünglich. Das Ichimonji-Doppel hat mir jetzt nichts genutzt, aber nun gut.
Dann machen wir es einfach noch mal. So. Wie gesagt, also ich hatte mir mal angeguckt, wie man den im Optimalfall eben schafft. Und da wurde vorrangig eben gesagt, Glocken in die Hütte, da kann er sich nicht gut bewegen. Und dann wird das schon. So, erstmal wieder die Äffchen. Drei Stück sind es, einer hat sich ein bisschen verlaufen. Kügelchen kann man hier auch ganz gut farmen. Finde ich gut. Komm ab. Ab, ab. Sag mal, so ein Guide ist ja jetzt auch kein richtiges Schummeln, ne? Ja, eher so, ich hole mir mal kurz eine Hilfe. So, jetzt. Natürlich. Und ein bisschen Zeit. Dich wieder an deinen Platz. So, du Gierschlund, ich will dich ein bisschen abfackeln. Springen müssen. Jetzt macht er mal so eine Giftwolke. Dann wollen wir noch zweimal machen. Gehen wir wieder nach da hinten. Wieder ein bisschen gefackelt, denke ich. Dann danach immer wieder da rauskommen, ne? So, jetzt kann ich im Moment doch, ich kann ihn noch mal anzünden, indem ich den Öl tränke. Das habe ich auch noch irgendwo da. Flup, flup, flup. Kriege ich noch einmal angezündet und dann habe ich den Lebenspunkt Schaden auch schon ganz gut. Au! Gut Lebensmittelschaden gegeben. So. Tanjiro. Tokujiro. Warum haben wir den Tanjiro? Tokujiro. Tokujiro. Flackert die Kamera und so zeige ich mal ein bisschen. Inventar, Kügelchen.
So, jetzt haben wir ihn bald. Okay, jetzt noch einmal wieder hier hin. Brauche ich noch ein Kügelchen? Ah, ich glaube nicht. Nehmen schadet nicht. Komm schon. Erledigt. Ah, gut, einmal unkultivierten Sake und eine Gebetsperle. Gut, und nochmal Skillpoints und ein bisschen was an Zen. Sehr gut. Dann können wir aber den hier weg. Können wir auch einmal zurückkehren zum Maronentempel. Okay, haben wir jetzt die, dann habe ich noch eine in der Aschinerburg. Oh, und ich kann noch einen etwas anderen Weg einschlagen. Fällt mir mal so ein bisschen auf. Mal kurz, ob ich mit Emma reden kann. Hallo. Ich bin froh, dass ihr... Ich habe keine Kürbissamen. Es gab früher schon mal damals... Okay, das kennen wir, aber ich kann ihm nochmal Sake anbieten. Brauchst du etwa... Affenschnaps und diesen Drachenquellsacke. Wir ziehen alles bei ihm durch, also, ja. Ich habe euch etwas mitgebracht. Ist das Affenschnaps? Es brennt im Rachen wie früher. Das weckt Erinnerungen. Habt ihr das oft getrunken? Ich habe die Lehren der Shinobi in dem Tal gelernt, in dem die Affen wohnten. Alleine? Nein, wir waren zu zweit. Und wir waren abtrünnige Shinobi. Für Leute wie uns gab es keinen anständigen Meister. Darum haben wir uns das Tal ausgesucht, um herumzurennen, uns zu duellieren. Ein Fehltritt und es war aus. So haben wir trainiert. Nach einiger Zeit haben wir uns genau wie die Affen bewegt. Jedes Mal, wenn ich genug vom Training hatte, habe ich diesen Affenschnaps getrunken und dabei dem heulenden Flötensignal meines Trainingspartners zugehört. Heulendes Flötensignal? Das lag an dem speziellen Ring. Wenn man durch diesen Ring pfiff, wurde das Tal von einer traurigen Melodie erfüllt. Seltsamerweise habe ich diese Melodie gemocht. Ich habe ihr so oft zugehört. Okay. Und den Drachenquellsacke kriege ich natürlich auch. Sacke mitgebracht. Oh, machen wir besoffen. Drachenquell. Das ist ein feiner Sacke. Nur her damit. Das tut wirklich gut. Genau das habe ich gebraucht. Ich habe das oft zusammen mit Dogen getrunken. Emma hat immer darauf geachtet,
dass unsere Becher voll waren. Kennt ihr Emma Summer schon lange? Das war vor sehr langer Zeit. Ich habe sie auf dem Schlachtfeld gefunden. Das Schlachtfeld? Sie kroch auf mich zu und ließ den Reis, den ich in meiner Hand hatte, keine Sekunde aus den Augen. Das war zu viel für mein Herz. Also habe ich ihr den Reis gegeben. Dann ist sie mir einfach gefolgt. Und dann... Naja, eine Weile später wurde es in Ashina zu gefährlich für uns beide. Zu dieser Zeit hat Dogen sie adoptiert. Es hat wohl keine große Rolle gespielt, bei wem sie gelandet ist. Aber eines ist sicher, sie war froh darüber, dass sie nicht von einem Shinobi aufgezogen wurde. Okay. So, das Neues herstellen kann ich nicht. Gucken wir mal, was ich verbessern kann. Ich muss beides, was sich lohnt. Phantom-Kunai brauche ich mir noch die 1000. Und noch ein bisschen von dem Fett. Mittagsklumpen noch einen. Und ich brauche ja noch die 1800 für die Flasche, damit wir uns dann den... Andermal, du findest hier jederzeit... ...ich den Kopflosen platt machen kann. Aber wir haben noch in der Burg jetzt auf jeden Fall einen Feind, mit dem ich mich noch auseinandersetzen kann. Dann habe ich 3 Gebetsperlen und dann muss ich gucken, wo ich noch eine herkriege. Und zwar... Talsperre? Ja, das müsste die richtige sein. Daraus kann ich oben zu dem General, zu einem der 7 Samurai. Und dann kann ich mal gucken, wie ich den platt kriege. Ich fürchte fast, dass ich da tatsächlich richtig kämpfen muss. Das wäre nicht schön, das wäre nicht leicht. Aber es wäre machbar. Dann hätte ich 3 Gebetsperlen. Es gäbe ja noch die Schützin. Auf der Kanonenburg quasi. Die ich für die 4. Perle nehmen könnte, aber... Warum ich das so gemacht habe, weiß ich auch nicht. War dumm. Kann ich nur mal rasten. Geh einfach außen rum, ist leichter. So. Wollte ich mich nicht mit denen anlegen und komme auch ungehindert an den Typen ran, an den ich ran will. Nee. So nicht hier, du. Weiß auch gar nicht, Fähigkeiten. Kann ich mir die da angucken? Jo, jo. Nee, nur die ich habe. Ich weiß gar nicht genau, welche Fähigkeit ich jetzt spare. Einmal den Loot-Staubsauger angeschmissen. So, auf geht's, ab geht's. Wie gesagt, ich bin mir sogar ziemlich sicher, dass der überhaupt nicht einfach wird. Na gut. Letzten Endes komme ich ja gar nicht drum herum. Brauch die Gebetsperlen. Ich will alle Ketten fertig kriegen. Oh.
das war schon der erste Tod. Oh fuck. Zack, 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 zack. So läuft das nicht. Nein! Habe ich den Maron Tempel genommen? Nein, abbrechen! Abbrechen! Mist, 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 Mist. Das war nicht der Plan. Ich wollte eigentlich zurück zur letzten Figur. Das hat nicht gut funktioniert. Also überhaupt nicht. Aber gut. Jetzt muss ich auch nochmal laden. Sache mit dem Migiri-Konter ist bei dem, glaube ich, das Wichtige. Also glaube ich nicht nur, da bin ich mir sogar ziemlich sicher. Muss halt nur die Attacken auch richtig erkennen. Das ist das andere Problem in der ganzen Geschichte. Hm. Könnt ihr mal gucken, was ihr an Fähigkeiten braucht. Also, Fähigkeitspunkten, um Fähigkeiten zu erlernen. Was kann ich reden? Verliere ich die Hälfte der Erfahrung oder verliere ich die Hälfte meiner Stufen? Na, Hälfte der Stufen wäre, glaube ich, ein bisschen halbig. Hab ich. Fähigkeiten. So. Prinzip habe ich da jetzt, was ich brauche. Die Flugkampfkunst wäre natürlich noch nicht verkehrt. Aber erst einmal will ich hier in die Richtung. Latente Fähigkeit, fließendes Wasser. Auch Natur und Licht. Mit Haltung nach jedem erfolgreichen Todesschlag wieder her. War dann eigentlich auch nicht. Aber Haltungsschaden gegen Schwerter reduzieren ist für mich erstmal wichtiger. Kriege ich, wenn ich drei Fähigkeitspunkte habe. Die kann ich mir ja wohl erspielen irgendwie. So, ich könnte jetzt natürlich auch versuchen, ihn ein wenig anzugehen und mit dem Öl zu bearbeiten. Ah. 43, die geben weniger als die komischen Hähne im Nebeltal. Bin ich auch noch nie runtergegangen. Ist aber nix. Ach, jetzt echt. Muss dann hier springen, ja? Na gut. Wir haben einmal nicht entschieden, wie lange ich die Sekiro-Folgen werden lassen möchte. Ich meine, wir haben jetzt ein paar Folgen dabei, die sind länger. Wo meiner Meinung nach aber auch nicht viel passiert ist. Jetzt haben wir zumindest einen Boss kaputt gemacht und ich hätte fast wieder Tenjiro gesagt. Jokido oder so. So brennen kann er gut. Thank you.
Gut, stand er wieder. Dann tut er echt gut. Nein! Gott. Nein, nicht runtergefallen. Das ist sogar endgültiger Tod. Oh, das ist bitter. Das ist unnett. Da reg ich mich doch jetzt mal wieder auf. Ich will mich nicht auf. Das finde ich gar nicht gut. Aber dann kann ich jetzt mal gucken, Fähigkeiten, wie es aussieht. Ich habe nur Dings verloren. Okay, jetzt habe ich aber auch kein Öl mehr, also nicht mehr genug Öl, um das weiter mit dieser Taktik zu versuchen. Weil Taktik ist relativ. Die entferne ich mal hier. Dann versuche ich jetzt noch einmal mit einem richtigen Kampf. Ansonsten muss ich mir was überlegen, wie ich den kaputt mache. Könnte mir jetzt halt neues Öl holen, wenn ich im Zweifel ins Irata-Anwesen zurückgehe. Ich könnte natürlich auch das Prothesenmodul verwenden mit dem hier. Die Rüstung entfernen, R2. Ihr könnt suchen, so viel ihr wollt. Hier unten dürftet ihr mir eigentlich nicht finden. Was könnte ich mal versuchen, ihm die Rüstung einfach zu entfernen? Er wird nicht der Typ sein, den die erwähnt haben, aber. Na gut. Weiß halt nicht, ob das. Naja, für alle, die sich vielleicht nicht mehr erinnern, in einer Folge hatten die erwähnt, dass sie einen Typen in eine Rüstung eingebracht haben, der unglaublich unerfreut darüber war. Okay, das funktioniert nicht. In dem Wurfstern kann ich auch nicht viel anfangen. Was habe ich denn noch, was ich gegen ihn verwenden könnte? Geladenen Schirm. Ist eher für. Ich denke. Hoppala. Für Projektile gedacht. Shinobi-Feuerwerk, das könnte mir helfen. Das versuche. Ja, das funktioniert. Ich muss ihn nur nah genug ranbringen. Ist eigentlich recht langsam, wenn ich mir das so mal genauer angucke. Reichweite ist sein Thema. So nicht, Kollege. Okay. Oh, warte mal. Scheiße. Ah, Mist. Inventar. Kann ich einmal die Kügelchen verwenden?
Komm wieder runter. Ich habe nicht gesehen, dass ich keine Geistembleme mehr habe. Bis zum Ende durchzuführen. Ah, Scheißdreck. Ich hatte nicht gesehen, dass ich keine Geistembleme mehr habe, aber ich habe ihm tatsächlich ganz gut zugesetzt, bin ich der Meinung. Und dementsprechend bin ich auch der festen Überzeugung, dass ich es durchaus schaffen kann, besiegen, wenn ich die eben vernünftig nutze. Ich habe ja am Anfang den Speer eingesetzt, der total nutzlos war. Noch es scheint keine Drachenfäule zu herrschen. Ich bin jetzt so oft nicht gestorben, da kann ich das jetzt auch mal ein bisschen. Nein. So, das mit dem Feuerwerk müsste funktionieren. Blödes hat es ja auch immer das Geld von mir, aber ich besitze momentan eh nicht viel, deswegen ist das eigentlich halb so schlimm. Was ich noch versuchen könnte, wäre ihm Asche ins Auge zu streuen. Aber ich denke, mit 16 Einsätzen, also nicht 16 Einsätze, aber mit 16 Feuerwerken, 16 Ladungen fürs Feuerwerk so rum, könnte der machbar sein. Darf halt nicht so sehr passiv spielen, aber auch nicht zu sehr aggressiv. Das ist das Geheimnis in dem Fall. Ich denke ich. Weise. Erstmal ein paar Schläge drauf. Jetzt möchte ich aber tatsächlich dann nicht riskieren, nochmal von ihm erwischt zu werden. Das kann ich am besten auskontern, indem ich... mir eine Auferstehung hole. Solange er noch im Kampfmodus ist. Ah, jetzt holt er seinen Kollegen dazu, oder was? Zwei Kollegen. Gut, da war die zweite Auferstehung, war also alles sinnlos. Liegen auch noch Items. Bitter.
Jetzt versucht die Figur. Die können mich eh nicht sehen. Jetzt habe ich keine zweite Auferstehung mehr. Ich bin immer noch der Meinung, dass ich den schaffen kann. Konzentration. Ich muss nochmal genau gucken, wie der Mikiri-Konter funktioniert. Der müsste aber eigentlich Kreis drücken, in dem Moment, in dem ich getroffen werde. Und der hat fast nur Schussattacken, bis auf eine einzige. Bitterer besuchen. Fähigkeiten erwerben. Das ist eine Shinobi-Prothese im Konstrukt. Jetzt hier. Ikiri-Konter. Kreis, wenn der feindliche Schussangriff trifft. Ja. Vielleicht ohne die Richtungstaste. Das hatte ich so lange meine zweite Auferstehung gespeichert. Nicht verwendet, dass es jetzt einfach mal Zeit wurde. Aber mein Gold wird mehr tatsächlich. Aber wobei, klar, ich bin ja jetzt erst zweimal an ihm gestorben. Meistens komme ich ja wieder weg. Den Keramik spielt, dann kann ich nicht viel anfangen. Kann ich auch eigentlich verkaufen. Ich nutze sowieso nicht. Ablenkung. So, wenn der jetzt auch wieder so schwer funktioniert wie unten der Lila-Typ, mache ich gleich einfach wieder kurz eine Pause und dann knüpfe ich ihn mir vor. Aber grundlegend sollte das machbar sein, eigentlich auf die Art jetzt mit dem Feuerwerk. Das funktioniert ja tatsächlich sehr gut sogar. Ihn damit kurz aus dem Gleichgewicht zu bringen, gewissermaßen. Okay, habe ich ihn in seiner Attacke gestört. Ach, das war die. Komm runter. Komm runter. Autschen. Dumm. Aber genauso funktioniert es. Also wirklich ihn drängen, zünden, drängen, zünden. Aber er hat irgendwie einmal nicht gezündet. Das war mein Problem jetzt. Ich würde sagen, ich mache da mal kurz einmal eine kurze Pause. Ich muss sowieso zur Toilette. Und diesmal sehen wir uns dann in der nächsten Folge wieder, wenn ich mir den Typen vorknöpfe. Wir haben ja jetzt schon den Tonjukuyoro, den gefräßigen oder Läden. Ich habe echt keine Ahnung. Der Typ ist wahnsinnig. Gut. Also wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, euer Steffel.